Hallöchen und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Let's Play. Ja, unglaublich, auf meinem Let's Play Kanal gibt es endlich mal wieder ein Let's Play. Nicht nur Vlogs, nein, auch Let's Plays. Und ja, ich will gleich mal wieder starten mit was sehr anspruchsvollem, Kitty Powers Matchmaker. Und das erste, was mir auffällt, das Spiel ist auf Spanisch. Und das muss ich sofort ändern. Opciones. Empezar juego. Und wir gehen auf Englisch natürlich und beginnen das tolle Spiel. Ich habe keine Ahnung. Okay. Try and find a couple with as much in common as possible to... Welcome, kitten. My name's Kitty Powers and I'm your new boss. Ja. Es ist ein Qualitätsspiel wieder. Your mission is to expand this sad little branch of my dating agency to its full potential. Für die Musik toll. Yeah! Kann ich ein bisschen leiser machen? Oh, cool. Machen wir mal so. Ich glaube, so ist es besser. Versuchen wir es mal. Zurück. Ja, so ist es definitiv immer noch ist besser. Ich könnte auch einfach so machen. Ja, so ist besser. Okay. Okay. Philbert. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu laut. Philbert. Philip Herberts. Philbert Herbertson. Schöner Name übrigens. Aber was ich gerade merke, ist, die Musik ist immer noch zu laut. So. Wir müssen ja nicht immer brüllen. Oh. Ach, so ist doch viel besser. Geboren? Ich gebe mein echtes Geburtsdatum ein. Und das ist der 31. März. Philbert Herbertson. Und wir sind natürlich männlich. Was finde ich am meisten attraktiv? Ich finde es gut, dass wenn man Männer auswählt, gleich mal von Männern vorgeschlagen werden. Das ist so ein bisschen... Kann man auf beides? Ach, guck mal, kann man auch. Nee, wir gehen natürlich nur auf Frauen. Ich stehe auf blaue Augen mit roten Haaren. Ginger. Das ist jetzt meine... Eigentlich müsste ich den Namen ändern auf Milchfurcht. Milchfurcht. So. Weil es ist ja echt meine Ansicht, ehrlich, ne? Also das ist meine ehrliche Ansicht, ich stehe da voll drauf. Wie ich mich am meisten fühle. Och, Geeky, Hippie. Ach ne, ich kann nur eins auswählen. Geeky. Auf jeden Fall Geeky dann. Fast genauso. Ich muss nur ein bisschen was ändern an der Frisur. Kann ich die Haare ändern? Kann ich gleich da, glaube ich, oder? Ja. Das ist meine Originalfrisur. Wo habt ihr meine Frisur her? Jetzt mal ohne Mist, das ist meine Frisur. Ich muss den Bart nur ein bisschen kürzen. Brille trage ich auch. Wieso ändert... Nee, ich habe schwarz. 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 Da. Gut. Ohrringe hatte ich mal, habe ich aber nicht mehr. Ja. Schon haben wir den richtigen Bart. So habe ich ihn tatsächlich momentan. Für alle, die sich wundern. Das ist mein Gesicht. Die Nase, ja. Ja, Mund. Ehrlich gesagt, überlege ich, ob ich das als Twitter-Bild nehme, weil es so schön ist. Überbiss habe ich nicht unbedingt. So, ist doch das Gleiche. Augenfarbe. Gibt es auch ein bisschen andere? Gibt es auch hier so blau-grün? Ne, dann nehmen wir halt blau. Schade. Was haben wir hier an Klamotten? Schwarzes Hemd geht immer. Kann ich hier raus einen grünen Pulli machen? So Packer-Style? Okay. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir machen mal. If you had a had to have a pet, would you rather a dog that needs lots of walks or... Ich habe tatsächlich eine Katze und bin sehr zufrieden damit, weil die alles selbstständig macht. You watch an awesome movie but about street dance. Do you take a street dance lesson or buy it on DVD? Warum gucke ich so einen Film überhaupt?
das ist dann wirklich so richtig total verzweifelt, wenn gar. Das ist dann, wenn der Strom ausgefallen und nichts anderes geht. Warte mal, wenn der Strom ausfällt, kann ich den Film auch nicht gucken. Ich würde natürlich die DVD kaufen, weil die kann man ja immer noch verschenken zur Not. Ein Freund sponsert. Oh nee, kein Skydiving, please. Achso, ich lasse es auf Englisch, ne? Also ihr müsst jetzt. Ihr könnt ja hoffentlich Englisch. Ich gehe mal davon aus. A friend is doing a sponsored skydive. Do you join it to earn? Ich bin der faule Hund. Ich hock mich hier in den Sessel wieder. Wenn ich. When you play board games. Also wenn ich Brettspiele tatsächlich spiele, geht's mir nicht um den Spaß, da will ich gewinnen. Wenn ich in einer Beziehung bin. Like to know where to let them roam as they please. Also ich weiß schon, ich würde schon gern wissen, wo der Partner ist, aber man muss denen auch ein bisschen Freiheit gönnen, so ist es nicht. Wenn du im Zoo bist, make sure you see every animal wander around aimlessly. Also ich weiß nicht, also ich würde am liebsten alle Tiere sehen, aber ich laufe automatisch so blöd rum. Wenn du an einer Party teilnimmst, sitzt du in der Ecke und schaust auf dein Handy. Mingle with everybody. Mingle, für die, die es nicht wissen, bedeutet so viel wie. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Wort schon lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, das ist so unterhalten und so. Ne? Ich glaube, so. Zu mingle, mingle, mingle. Ja, es sieht aus, es wird so quatschen. Weißt du, so. Sich unter die Menge mischen, heißt es, soweit ich weiß. Ja, ich mische mich unter die Leute, ich quatsch jeden an. Musst du ja auch. When it comes to friends, do you prefer hanging out with one at a time or large social gatherings? Das kommt drauf an. Also, ich bin ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal one-on-one, weil, wenn ich mal mit jemandem reden will, ist es auf Partys schwierig, weil da sind so viele von deinen Freunden. Dann lieber 1:1. Würdest du dich eher als schüchternes Mauerblümchen oder life and soul of the party? Also schüchtern bin ich nicht. Ich quatsch auch viel mit Leuten, reiß gerne Sprüche, also ich denke mal schon, dass ich mehr tendenziell zur Party beisteuere, als rumzusitzen. Ich mag die Musik immer noch übrigens. Erinnert mich ein bisschen an Family Guy. If you had a journal, would it be in a nice letterbound book or an online blog? Oh, die Nina spielt übrigens gerade. Könnt ihr übrigens auch gucken. Twitch Red Riding Noob, kann ich empfehlen. Wenn ich ein Journal, also so eine Art Blog hätte, dann mache ich auch einen Blog. As far as the games go, would you rather play board games or video games? Also da müssen wir nicht drüber reden. Ich kann schlecht mit Fraps Board Games aufnehmen, außer es ist ein Videogame, was ein Board Game darstellt. When keeping in touch with friends, would you just call them on the phone or message them on social media? Ich würde gern weiterhin mit dem Telefon das machen, aber die meisten sind auf Social Media umgestiegen. Das ist nicht in meiner Macht mehr. When doing the housework, do you wear a nice apron? Or do it in your undies. Ich mach das in der Unterwäsche, wenn es sein muss. When buying a bed, do you consider how well you sleep or how strong the bed springs? Wenn ich ein Bett kaufe, geht's mir darum, wie gut ich da drin pennen kann und nicht, ob ich da drin gut bumsen kann. Would you rather have a game of snap or spin the bottle? Spin the bottle, eigentlich. Ich mag das. Ja, das bin ich. Guck mal, ich bin entspannt, carefree, extrovert, experimental und spicy bin ich auch. Ich bin ein Nobody. Okay. Der Kitty Phone. Das ist sehr lieb von dir.
Your avatar will be sent anonymously to other players' games as a secret shopper. Was? Don't worry, nobody will see the name you enter here. We'll give you a fake one. Your avatar's dates will generate your personalized dating data, telling you your dream date. Ich freue mich drauf. Was? Allow my... Warte mal, alles was ich hier mache, kann tatsächlich als ein Dating-Profil... Nee. Garantiert nicht. Comics, ich lese keine Comics. Club im Club. Yep. Das Bild. Oh Gott. Okay, let's get you started with your first client. Press the play button. Ich habe Angst, aber ich mach's. Same-sex marriage is legal in this game. How refreshing. Was? This is your lobby. New clients will arrive here. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Muss ich den jetzt anklicken? Das ist ein Typ! Den will ich nicht! Ich hab vorhin angegeben, dass ich auf Frauen stehe und nicht auf komische Igel! Verpiss dich! Was muss ich den jetzt spielen? Was? Muss ich den jetzt verkuppeln? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Der ist es. Das ist ein Igel. Jo, das ist ein Igel. Zwei Igel. Ich hätte aufpassen müssen, hä? And don't take someone to the same place twice, because that's a dating faux pas. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, schön, dass du es mir sagst. Ich dachte, ich kann mit mir selber da jetzt irgendwie, aber irgendwie bin ich jetzt da als Arbeitnehmer. They've arrived at the restaurant. We can watch them through the secret cameras I've had installed. You need to guide them through their dates by making decisions for them via their earpiece. Choose wisely. Here, are you Nadja? Yes, I am. Warum hat Nadja eine tiefere Stimme als der Max? Stimmere. So fab to meet you. This is a nice place, isn't it? Yeah, it's had like a rave reviews. Your green eyes are everything. Thanks, that's very nice to say. I love your brown eyes. Thanks, there's like not even contact. Was? They're like not even contact. I love your light brown hair too. Oh, can I get a name, man? Good evening. May I take your order? Yeah, totes. So what's on your food radar? I like something hot with red meat. Also, I'm trying to avoid weed. I hope you remembered what they said. Because haggis. If you're not just this once, I'll show you the correct option. Don't say I never did anything for you. A wonderful job. Haggis. Ihr wisst, was Haggis ist. Gefüllter Schafsmagen, ne? Delicious-Rooney. Was passiert hier gerade eigentlich? Pick a conversation topic you think they'll agree on. If you don't see one you like, you can spend coins to use. But be careful not to reveal yourself. Ich weiß. Also die beiden haben schon. Die mögen ihre Haare. It looks great. I really suit it. Oh, live for compliments. What do you think of my hat then? Oh my god, I'm living for it. Oh, I feel like $1 million. Jetzt kommt der Haggis.
dinner is served. Later that evening. Müssen wir jetzt wieder? Über die Haare haben wir schon geredet. Lass uns doch mal über das Horoskop reden. So, are you in... So, are you into horoscopes? I think they're nonsense. I think they're completely pants. Yes, astrology is such piffle. Du bist auch so ein Piffel. Toads. Can I interest you in something from the desert trolley? I shouldn't, but just this once won't hurt. Very good. I shall fetch the trolley immediately. Oh well, bang goes the waistline. Oh look, here they come. The waiter's about to bring out a load of tasty desserts. Pay close attention to the order they're in. You'll have to remember them, as their date will be too busy salivating to remember their names. Okay. Spotted Dick Fruit Salad, Tea, Cheese Board. Ja. Ja, der erste war der Spotted Dick. Ja, das. Spotted Dick. Heißt das echt so? We like a portion of Spotted Dick. Das muss ich kurz googeln hier. Spotted Dick. Ja, stimmt, das ist ein gedämpfter Pudding. Alter, ich hab grad hier schon voll falsch gedacht, tut mir leid. Delicious, I'm looking forward to digging into that. Ja, dick in den Dick, du alle Schrulle hier. I like totally knew that pick that one. Even later that evening. Wird der immer brauner? Ich glaube, das hat so gerade so ausgesehen. Klamotten, Bart. Reden wir über Klamotten. So, how do you rate my outfit? It's amazing! I love it! Dress to impress. That's how I roll. So, do you like my outfit? Ich hätte dich gerne lieber ohne Outfit. Oh my god, yes, you've got mad fashion skills. You're so kind. Should we get the bill? Bill Gates oder Bill Clinton? The waiter's here somewhere. I've literally forgotten what they look like. Ja, das war Madison. Madison. Yeah. I do apologize. Here's your bill. Anytime. Well spotted, I've forgotten where they looked like. My memory is like literally photographical. I think they want to clear the table. Yeah, I'm down with that. Und tschüss. Und ist sich jetzt getrennt? Ne, gehen die zusammen? Oh, I think they're absolutely gorgeous. Depending on how much your client likes their date, you now have up to 3 options. Ja, die müssen unbedingt nochmal ausgehen. So, how's about you, sir me? Yes, I think I'm in love with you. Cool, die haben sich einen Schafsmagen geteilt und sind jetzt verliebt. Oh my god, I can't change my relationship status. Ship status and everything. Och, schön. Die sind verliebt für immer. Wir sind dezent schlecht. Cool, wir kriegen Münzen. Ich fühle mich wie Hitch der Date Doktor. Reputation. Your reputation level has improved after that date. Yes. You'll now attract more affluent clients. Cool, jetzt können wir mehr Leute verkuppeln. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, euer Milchfurcht.